So. Ja, genau. Wir gehen jetzt hier wieder zu dem Büchersymbol. Ich weiß jetzt nicht genau, was... Nee, eher nicht so. Hau mal ab hier. Ich weiß gar nicht, wie ausführlich ich das jetzt hier spielen werde, dieses Spiel. Denn es geht ja auf jeden Fall, man kann ja das durchaus ein bisschen länger spielen als die Hauptstory. Man kann ja das, also ich denke, ich werde noch, ich werde die Rekruten aufleveln, sodass die jedem einen Bezirk zugeordnet werden. Und denke, das werde ich machen. Also bin ich mir noch nicht sicher, aber ich denke, weil das eigentlich recht interessant ist. Ansonsten bin ich mir nicht gerade sicher, was ich dann noch zusätzlich machen werde. Ob ich die Templer verstecke oder so. Weißt du, weil das habe ich alles schon mal gemacht. Ich denke mir, Desmonds Reise werde ich noch machen. Höchstwahrscheinlich. Das gehört einfach dazu. Keine Ahnung. Und, ja. Aber dann war es das, denke ich auch. Die Templer verstecke mache ich wahrscheinlich alle nicht. Oder vielleicht doch. Keine Ahnung. Nach der Hauptstory. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Also ich denke ja doch alles nach der Hauptstory, bis auf Desmonds Reise kommt vielleicht sogar noch dazwischen. Weil man kommt ja zwischendurch doch nochmal auf die Animus-Insel und dann werde ich da so ein, zwei immer machen. Man muss ja auch eine gewisse Anzahl an von diesen Dingern finden. Ich weiß gar nicht, habe ich schon eins gemacht? Solange kein ACR aufgenommen. Ich gar nicht mehr weiß, ob ich das schon alles gemacht habe oder nicht. Peinlich. Ist hier noch ein Buch? Scheint noch ein Buch zu sein. Oh mein Gott. Hätte das ein bisschen schneller sein können? So. Hier kann man sich noch ein Buch snacken. Dann snacke ich mir noch ein Buch. Wieso nicht? Die Polo-Symbole. Galata. Die Polo-Symbole finden und das Buch ausfindig machen. Direkt gefunden. Easy. Easy, meine Freunde. Easy. Hol dir das verdammte Buch. Achso, plündern. Na ja, gut. Maus B gedrückt halten. Ja, das nächste Buch eingesammelt. Ich muss jetzt hier hoch. 1001 Nacht. Hab ich mir gegönnt. So, komm jetzt hoch. Zur Seite und zur Seite und hoch.
Okay, man muss hier einsteigen. Was ist das denn hier? Nehmen gerade noch hier die Scheiße hier mit. Und wir gehen rein. Alles klar. Galataturm. Mein Hinweis, der Polo-Bruder führte Ezio zum Galataturm. Durchsuchen Sie den Turm, aber seien Sie vorsichtig. Den Level in weniger als 6 Minuten beenden. Fuck you. Alles klar. Wow. Dramatisch. Ach ja, und oh nein, oh, das Rutschen-Ding. Wow. Genau dahin wolltest du doch eigentlich. So, weiter. Dann gehen wir mal hier lang. Bam, perfekt. Und daran und hoch. Zur Seite. So, es läuft eigentlich ganz gut, aber ich krieg sie sowieso nicht hin, also. Zur Seite kommen. Komm, mein Freund. Komm hoch. So, hoch. Und weiter geht's. Und actual durch den Wasserfall. Das war eine geile Kamerafahrt. Das muss man denen lassen. Na, Ezio, das war cool, ne? Ja, das war richtig cool. Oh, fuck. Oh,
Ezio, Ezio, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus, das sieht weniger als gut aus. Ach, Ezio, er ist mehr Leben als eine Katze, Alter. Und woher war das? Das war ein Zitat aus welchem Film? Oder Serie? Richtig, 24. Staffel 3, wenn ich mich nicht irre. So, jetzt sind wir... zur Seite, komm schon. Hoch. Hoch. Zur Seite. Komm schon. Oh nein, scheiße. Und tot. Fuck, ich bin daneben gesprungen. Hätte vielleicht noch mit dem linken Stick ein bisschen zur Seite gehen müssen. Aber gut. Passiert jedem Mal. Passiert jedem Mal. Keine Bange. Wow. Meine Güte. Weißt du, du wirst so oft getroffen, mein Freund. Wo steht jetzt hin? Ach, da lang. Okay, alles cool. So. Die erste Tür direkt. Alles klar. Die erste Tür, die ich gefunden habe. Oh mein Gott. Was für ein wundervoller Anblick. Den Massierschlüssel beschaffen. Alter, ja, mein Freund. Vielen Dank. Prozent weniger in 6 Minuten beenden. Yes. So macht man das, mein Freund. Aber es 5 Minuten waren es bestimmt über 5 Minuten. Also. Knapp war es auf jeden Fall, denke ich. Ich denke, wir werden uns doch direkt die Erinnerung anschauen. Im Hauptquartier. Ist ja nicht weit entfernt. Fazla çalışıyorum. Bütün gün kutu taşıyorum ve akşamları babama fırında yardım ediyorum. Hiç boş vaktim yok. Toprağa sürüyorum.